Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ihr seht, ich stehe in der Küche, denn ich möchte heute mit euch meinen Apothekerschrank organisieren. Ich habe mir diverse Dosen, also Vorratsdosen von Mepal bestellt. Ich zeige die euch gleich nochmal genau und möchte jetzt den Schrank angehen, der so ein bisschen unordentlich wirkt. Den zeige ich euch gleich auch nochmal im Vorherzustand. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefällt. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Organisieren. So, hier zeige ich euch jetzt einmal die ganzen Aufbewahrungsdosen, die ich gekauft habe. Also ich habe insgesamt fünfmal dieses Set hier gekauft. Das besteht aus einmal 475 Milliliter. Ich guck nochmal. Nee, Entschuldigung. Einmal 425 Milliliter. Einmal 1,5 Liter. Zweimal 1 Liter. Und einmal 2 Liter. Also das ist dieses Set. Dann habe ich separat noch zweimal 2,75 Liter bestellt. Ich dachte für Nudeln oder ähnliches. Und einmal 4,5 Liter. Das ist ein Riesenteil. Da ist unten auch nochmal extra so was Weißes drinnen. Und dann habe ich, das habe ich schon gehabt, nochmal so ein Aufschnitt. Moment. Also einen Aufschnittbehälter bestellt mit so drei Behältern. Da kann ich euch hier das gerade zeigen, denn wir haben es schon in Verwendung. Das sind einfach, ja, hier oben ist ein Deckel drauf und bei den anderen, die werden so aufeinander gesteckt. Hier hat man jetzt zum Beispiel ja dann Käse, Putenkochschinken und Salami in dem Fall. Das kann man sich dann einfach schnell hinmachen oder auf den Tisch stellen und sein Essen dann eben machen. Also sein Brot, seine Stulle, je nachdem. Und dann kann man das so gebündelt wieder in den Kühlschrank legen, verfrachten. Und das finde ich sehr praktisch. Und weil man manchmal doch mehr als nur drei Sachen hat, habe ich jetzt hier einfach noch so eine Box gekauft. Was nicht geht, dafür sind sie nicht hoch genug, sind so Sachen wie Zwiebelmettwurst, Leberwurst etc. Dafür habe ich vor, so ein 425 Milliliter Teil zu nehmen. Denn da passt das dann rein und das kann dann so auch in den Kühlschrank und ja, ist dann gut geschützt und sieht ordentlicher aus, weil es dann nicht immer so rumliegt. Genau, diesen dafür. Den packen wir mal schnell wieder rein in den Kühlschrank. So. Und dann zeige ich euch jetzt noch den Schrank, um den es geht. Und zwar ist das dieser hier, genau, das ist der Apothekerschrank. Ich mache ihn mal auf, ich kann euch sagen, kriegt keinen Schock, er ist gar nicht aufgeräumt und richtig unsortiert, aber naja, wir gehen dem Ganzen ja jetzt, wir gehen das Ganze ja jetzt an. Also hier oben ist ganz schön schwer zu sehen, ist auch nicht so viel drin. Also wir haben hier irgendwie Paprikapulver ganz viel, Salz, Popcorn. Auch noch irgendwas mit Salz, Erdnussöl und Sojasauce. Hier haben wir ja, Salatkräuter, okay, passierte Tomaten, so ein paar Tüten. Diese Dillsoße ist richtig lecker. Und irgendwie kriege ich die nicht so hin. Also ich habe schon ausprobiert, aber es hat nicht so gut funktioniert. Ja, Pfefferkörner, Mehl, eigentlich okay. Dann hier so eine Fertigsoße und Soßenbinder. Hier, das ist eigentlich am häufigsten von mir genutzt, mein Nudel-Irgendwas-Fach. Also hier sind ganz viele verschiedene Nudeln drin. Wir haben auch noch Nudeln in der Speisekammer. Das sind also nur die angebrochenen. Dann so ein Fertigreis, falls man das mal benutzen möchte. Oh, und Knödel. Und hier sind so ein paar Backsachen, Paniermehl, nochmal normales Mehl. Also ganz viele verschiedene Dinge. Und hier unten haben wir Haferflocken, Agavendicksaft, ja, Cineminis. Also er ist wirklich nicht optimal genutzt und ich glaube, dass durch die Boxen auch einfach nochmal mehr Stauraum entsteht. Kann mich ja auch kurz mal umdrehen. So. Ich glaube einfach, dass durch die Boxen nochmal viel mehr Stauraum entsteht
und es dann einfach viel ordentlicher aussieht. Und bin jetzt gespannt. Ich werde es jetzt so machen, ein bisschen nah, Entschuldigung. Ich werde es jetzt so machen, dass ich mal schaue, was wo reinpassen könnte oder was ich gerne wo drin hätte. Stell die Sachen dann hinter die Boxen und dann zeige ich euch das nochmal, wie ich das jetzt sortieren würde, beziehungsweise wie ich das jetzt einfüllen würde. Genau, das mache ich jetzt und danach sehen wir uns wieder. Ich hatte gerade noch vergessen, euch die Schublade hier zu zeigen. Die wollte ich eigentlich dann gleich mitmachen. Und zwar ist die neben dem Kochfeld unsere Gewürzschublade. Und da habe ich hier auch so Salz, Zucker und sowas drinne. Und das werde ich wahrscheinlich auch umfüllen. Mal gucken, nicht alles, also sowas jetzt nicht. Und wo ich diese Glasbehälter für habe, auch nicht. Aber vielleicht hier Salz, Zucker und braunen Zucker. Ja, ich wollte euch da auch nur mal das Vorherbild zeigen und dann mal schauen, was ich so sortiere. So, ich habe jetzt mal so ein bisschen vorsortiert, wie ich denke, dass ich die Sachen jetzt befülle. Hier in diese 1,5 Liter werde ich wahrscheinlich die Cineminis reinpacken, Zucker und solche Wok-Nudeln. In diese 2x1 Liter vielleicht Haferflocken, so Nougat-Bites, da ist nicht mehr viel drinne. Die Knödel, die noch da sind, Reis. Wir essen nicht so viel Reis, also eigentlich esse nur ich Reis und da brauche ich eigentlich nicht so eine große. Ich habe es jetzt in so einem Ding hier, voll oldschool. Da hatte ich auch mal unser Mehl drin. Wir haben ganz viel Reis, nämlich in der Vorratskammer, dann reicht es eigentlich, wenn man das auffüllt, denke ich. Und braunen Zucker würde ich hier reinmachen. In die 2 Liter Dose vermutlich Mehl, gegebenenfalls auch etwas an Nudeln. Hier auf jeden Fall auch Nudeln, einmal die hier, sind die Lieblingsnudeln, eigentlich die isst mein Mann ausschließlich. Sowas, dann hier in das kleine 425er, denke ich mal sowas wie Soßenbinder vielleicht, obwohl das hier eigentlich mit dieser Kippfunktion ganz cool ist, aber naja. Mandeln, Röstzwiebeln, ja hier Popcorn und Salz und hier in das Riesenteil mache ich solche Nudeln. Da habe ich auch 2 Packungen von, eine ist noch der Speisekammer, mal gucken, wie viel hier reinpasst. Bei manchen Dingen muss ich einfach mal schauen, wie viel Dosen ich am Ende wirklich habe und inwiefern das dann ausreicht. Denn hier mit den Salatkräutern weiß ich nicht. Eigentlich ist das ja eine ganz coole Geschichte, ob ich die vielleicht so drin lasse, dass man sich die einfach so rausnehmen kann. Da brauche ich eigentlich keinen Deckel für. Das fülle ich dann eventuell noch um, je nachdem, inwiefern ich noch Dosen dafür habe. Puderzucker, denke ich, lasse ich drin. Oder was meint ihr dazu? Aber das wird doch so eine Sauerei, oder wenn ich das jetzt umfülle, ist ja so fein. Nicht, dass das dann so komplett Sauerei wird. Für die Nudeln, also für die Spaghettis, habe ich leider noch nichts gefunden. Da muss ich noch eine Aufbewahrung kaufen. Die sind nämlich alle immer nicht hoch genug. Deswegen, da muss ich noch mal gucken. Klar, jetzt so Fertigsachen, die bleiben wie sie sind, logischerweise. Hier habe ich so eine Box, die werde ich wahrscheinlich dann auch durch eine von denen austauschen. Und hier, das war richtig oldschool. Das habe ich in der Wohnung mal vor langer Zeit gemacht. Da hatten wir uns so ein Eis gekauft. Und das habe ich danach einfach ausgewaschen und habe dann hier so die kleinen Sachen rein. Es hat gut funktioniert. Und wenn ich hier noch eine Dose über habe, dann werde ich das auch noch in eine andere, einfach in eine große Dose packen. Und dann ist das besser so an Backsachen. Und auch das hat mir einfach beim Umzug alles in so eine, hier in so eine Tüte gepackt. Kalte Schale, das isst mein Mann hin und wieder, Pudding. Ja, da gucken wir mal. Ich würde sagen, ich fange jetzt an, diese Dosen mal zu befüllen. Guck mal, was wo reinpasst und dann schauen wir mal, wie weit es ist. Ich zeige es euch dann am Ende, wenn ich alle befüllt habe und sage euch dann, was ich reingemacht habe und ob es halt gereicht hat oder nicht. Das seht ihr ja auch dann. Genau, also starten wir mal. Oh,
soweit umgefüllt. Ich zeige euch jetzt hier nochmal, wie das aussieht und dann nochmal, wie ich es einsortiere. Also hier, das sind ja die 1 Liter Boxen, da habe ich jetzt Reis drin. Dadurch, dass wir so eine Riesenpackung haben, kann ich das immer gut befüllen. Dann hier Haferflocken, die Packung war nicht ganz voll, also eine ganz volle Packung würde wahrscheinlich nicht reinpassen. Dann habe ich hier Paniermehl, und das sind 1,5 Liter. Dann in diese kleinen konnte man gut Röstzwiebeln, Popcorn und Mandeln. Das ist eine ganze Packung Mandeln mit, was hat die Packung Mandeln? Ich glaube 200 Gramm. Genau, also die passt da sehr gut rein. Und dann habe ich in die 1,5 Liter hier einmal Zucker, ist nicht mehr so viel da. Mehl, das war jetzt nicht ganz voll, aber da passt eine Packung Mehl passt hier auf jeden Fall rein. Und hier eine ganze Packung Zucker. Dann habe ich hier die Cine Minis. Und einmal Nudeln, das ist die 600 Gramm Packung Nudeln, die ich euch gezeigt hatte. Ansonsten 500 Gramm Nudeln passen in die 1 Liter Gefäße. Das hier sind genau 500 Gramm Nudeln, 500 Gramm Penne. Die Packung habe ich neu aufgemacht gehabt, also die passen da sehr gut rein. Ansonsten habe ich hier noch die anderen Nudeln eben umgefüllt, die so da waren und hier so ein bisschen gemischt. In das 2 Liter Gefäß habe ich hier noch Lasagneplatten. Die haben leider nicht in die 1,5 Liter gepasst, weil sie zu hoch waren. Und in dieses Riesengefäß, das sind ja über 4 Liter, habe ich jetzt auch solche Nudeln, ich glaube Calzone oder so heißen die. Das sind 1,5 Packungen. Also eine Packung hat 500 Gramm, das sind also circa 750 Gramm, die hier reinpassen. Dann habe ich jetzt in so ein 1 Liter Teilchen die Salatkräuter rein und in diese zwei großen über 2 Liter, also 2,75 Liter, habe ich jetzt einmal diese Fertigtüten, dann Salz- und Pfefferkörner, die in unsere Mühle kommen. Die habe ich bewusst nicht umgefüllt, weil die sich so in der Packung leichter in die Pfeffermühle oder Salzmühle befüllen lassen. Und das ist einfach dann einfacher. Und hier dieses Bratenteil. Und hier habe ich jetzt auch so ein paar Backsachen, Vanillezucker etc. reingepackt und noch so Pudding, was man so über hatte. Das sieht einfach so viel ordentlicher aus und fliegt nicht überall rum. Dann kommen wir zu den 1-Liter-Behältnissen. Also weiteren 1-Liter-Behältnissen habe ich einmal hier Paprikapulver umgefüllt. Da habe ich jetzt hier meine 3 Knödel noch rein. Mal gucken, ob das so bleibt. Braunen Zucker, Soßenbinder und noch die paar Nougat Bites, die so da waren. Aber ja, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Ich habe jetzt noch 2 über, 2 mal 1 Liter. Mal schauen, was ich damit dann anstelle. Ach, und ich habe eins von den kleinen Gefäßen, von den 425 Millilitern für Salz benutzt. Ich muss mir auf meine Einkaufsliste schreiben, dass sie Salz nachkaufen müssen. Genau, das ist hier in der Gewürzschublade drin. Den Rest habe ich jetzt an Gewürzen so gelassen. Also die Gläser, die sind völlig gut. Die habe ich mal bei Amazon gekauft. Zucker. Haben wir immer so ein kleines Schälchen. Auch wenn jemand mal bei Kaffee Zucker möchte. Und da kann man dann auch, wenn man mal einen Löffel Zucker irgendwo ranmachen will, kann man das daraus nehmen. Und hier habe ich jetzt da, wo vorher die Salatkräuter drin waren, das habe ich jetzt einfach hier reingestellt. Hier haben wir noch so ein bisschen Salz und Lorbeerblätter. Und da sieht man, da ist auch auf jeden Fall noch Platz für mehr Gewürze. Sieht aber wieder sauberer aus. So, jetzt habe ich soweit mal eingeräumt und wollte es euch mal zeigen. Ich fange mal unten an. Ich hätte die natürlich alle schon mal zumachen können. Hier habe ich jetzt, das ist jetzt die unterste Schublade, da habe ich jetzt halt die Cine Minis und so drin, also Cornflakes, Müsli, dann diese Backschüssel, den Puderzucker, Honig und dieses Nuss-Nougat-Zeug. Weil da gehen wir eigentlich nicht so häufig ran. Also ja, und wenn, dann kann man sich da auch mal bücken. Dann habe ich hier, das sieht so schön aus, das gefällt mir total mit den Boxen, jetzt Mehl, Zucker, Paniermehl, hier drunter noch den braunen Zucker, den Soßenbinder und sowas hingepackt. Die kann man nämlich auch super stapeln, die Boxen, dadurch, dass die alle den gleichen Deckel haben.
funktioniert das echt gut. Und habe dann hier noch die Haferflocken hin, meine Knödel und den Reis. Weil da kann man dann, wenn man ja, dran muss, unten einfach das aufmachen und da von oben schön drauf gucken. Das gefällt mir gut. Ich bin auch am Überlegen, ich habe so ein Labelgerät, ob ich die vielleicht dann auch noch label. Also bei manchen Dingen ist ja klar, was drin ist. Man muss sagen, natürlich jetzt dadurch, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, hat mein Mann aber auch nichts gesagt. Mein Mann hat ja eine Sehbehinderung. Und jetzt dadurch, dass alles so einheitlich aussieht, ja, wird es für ihn natürlich auch ein bisschen schwerer, die Sachen zu erkennen, wenn er was sucht. Aber gut, ich kann es ja groß drauf labeln. Andererseits, er geht hier sowieso nicht so häufig ran und wenn er was sucht, fragt er mich sowieso immer. Deswegen ist es wahrscheinlich halb so wild. Aber ja, dass ich vielleicht ein paar Sachen dann auch markiere. Ich meine, jetzt ist es noch nicht so wild. Ich habe nur eine Sorte Mehl. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Aber falls ich mal mehrere habe, ist es schon gut, wenn die dann auch beschriftet sind. Ja, hier die Röstzwiebeln. Das sieht hier so aus. Dann meine Nudelschublade. Ich bin ein leidenschaftlicher Nudelesser. Wie man vielleicht schon ja, erkennen kann, weil wir so viele unterschiedliche Sorten haben. Ja, das habe ich jetzt so sortiert. Einmal hinten dieses ganz große. Und dann zweimal hier diese 2-Liter-Teile. Und dann ja die 1,5 Liter so drumherum. Gefällt mir auch sehr gut. Sieht sehr aufgeräumt aus. Hier ist jetzt noch ein bisschen Platz. Da hatte ich jetzt erst überlegt, ob ich die Spaghetti dahin lege. Aber irgendwie hat es das Bild kaputt gemacht. Deswegen habe ich es jetzt gelassen. Und eins weiter oben habe ich jetzt die Salatkräuter hin, die ich relativ häufig benutze. Das jetzt nicht, aber das ist ja nicht so wild. Und halt hier die anderen Sachen, die so da sind. Und dann habe ich hier jetzt diese große Spaghetti-Packung einfach hier hinten hin. Weil wenn ich dann Spaghetti mache, gehe ich halt an das Fach anstatt an das andere. Und halt die passierten Tomaten. Auch das finde ich, aber sieht schon viel aufgeräumter aus, dadurch, dass es alles schön im Boxen ist. Und ja, ich mag's. Und hier oben ist eigentlich noch leer, kann man sagen. Habe ich bis jetzt nur, habe ich wieder die 2 Öle reingestellt. Die könnte ich eigentlich auch eins weiter nach oben stellen. Dann ist das Fach hier, ja, leer. Wir brauchen den Platz aktuell nicht. Also wir haben jetzt nicht so viel, dass man sagt, wir bräuchten es, weil wir auch eine Speisekammer haben. Und naja. Oben ist halt ein bisschen doof, weil man sieht ja eh nicht, was drin ist. Also wenn ich jetzt hier so davor stehe, wäre gut, wenn ich weiter weg gehe, sehe ich mehr. Aber sonst, wenn ich jetzt so davor stehe, so viel sehe ich da sowieso nicht. Und hier ganz oben, da habe ich noch so 2 Mühlen, glaube ich, stehen. Ansonsten ist da auch noch Platz. Aber wenn man sich das jetzt mal so im Gesamten anschaut, wenn die Sachen offen sind, finde ich, sieht das schon sehr schön aus. Ja, mir gefallen natürlich diese 2 hier am besten, also die mit den Nudeln und mit den Mehl etc. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich muss jetzt hier das Chaos noch beseitigen von den ganzen Verpackungen, die hier so sind. Und ja, schaue dann mal. Wie gesagt, 2 Teile sind hier noch über. Aber ich bin mir sicher, die packe ich jetzt einfach in die Speisekammer, für die werde ich auch noch Verwendung finden. Und ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte jetzt eben noch mal gesehen, dass ich auch dieses Glas hier hatte. Da waren ja auch Nudeln drin. Das habe ich jetzt auch ausgeleert. Vielleicht fragt sich auch der eine oder andere, warum ich mich für dieses Hartplastik entschieden habe und nicht für Glas. Zum einen, Hartplastik ist, finde ich, auch langlebig und es ist BPA-frei. Zum anderen, Glas ist natürlich an sich eine gute Sache, aber es ist auch sehr schwer. Und wenn mal was runterfällt, wir haben ja hier in der Küche auch Parkettboden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Abplatzung, einen Kratzer, was auch immer haben, noch größer mit Glas, weil Glas ist ja auch schwerer als bei ja, Plastik. Und ich fand es jetzt auch gut, dass man die halt aufeinander stapeln kann und dass das eben so einheitlich ist und dass es ja super viel davon auch gibt. Apropos, es gibt super viel davon. Ich habe davon auch eine Teebox, die habe ich mir aber schon vor längerer Zeit gekauft. Kann ich euch auch mal zeigen. Die sieht so aus. Zeige ich euch gleich nochmal auf den Tisch. Wartet, ich drehe euch mal um. Ja, die sieht so aus. Das ist so eine runde Box. Und ja, da habe ich halt unseren Tee rein. Wartet mal. Mit einer Hand aufmachen, ein bisschen schwer. So. Und ja, da kann man halt so den Tee einsortieren. Finde ich super praktisch. Gefällt mir sehr gut. Also, wenn jemand zu Besuch kommt, kann man ihm das so hinstellen und sagen: Hier, such aus. Und auch ich finde, das sieht sehr aufgeräumt aus, wenn man halt nicht 1000 Teeboxen irgendwie
von diesen Teeverpackungen rumliegen hat, sondern einfach nur das. Ich will mir da auch noch ein zweites kaufen, weil es jetzt natürlich nicht für so viele Tees reicht. Aber kommt dann alles noch nach und nach. Ich werde euch auf jeden Fall alle Boxen, die ich euch heute gezeigt habe, beziehungsweise das Set und die Einzelboxen, in der Infobox verlinken. Falls ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr da mal raufgehen und nochmal schauen und euch auch nochmal die Maße und alles anschauen. Genau. Ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen zu den Boxen, zur Füllmenge etc. habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns ja, beim nächsten Video wieder. Ne? Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.